Ja, wie traurig ist das denn? Wenn sich das Wissen alle 3 Jahre verdoppelt, dann bedeutet das, dass du in 3 Jahren mit dem Wissen, was du heute hast, nur noch halb so wertvoll bist. Und in 20 Jahren, wenn du es nachrechnest, nur noch 1% so wertvoll wie heute. Und so viele Menschen haben eine Ausbildung gemacht und hören dann auf zu lernen. Jetzt erzähle ich ihm, was wirklich passiert ist. Dass die Deutsche Bank, wenn sie einen Kaufpreis bekam, darauf eine volle Steuer bezahlen musste, während der Bäckermeister, wenn er einen Kaufpreis bekam, darauf nur eine halbe Steuer bezahlen musste. Und heute erleben wir eine sozial-ökologische Reform und die besteht darin, dass die Deutsche Bank nichts mehr zu bezahlen braucht und der Bäckermeister das Doppelte bezahlen muss. Das ist eine Übersetzung, verstehen alle. Ich neige zur Aggressivität. Ich neige dazu, ja, halt rumzumeckern und so. Wenn ich also merke, dass ich mal wieder ein bisschen unerträglich bin, darum ziehe ich mich ja meistens zurück, Eremit in der Höhle, dann tue ich niemandem weh. Dann schaue ich mir ein paar Tage Columbo an. Der ist so schön und höflich und verhalten und das beeinflusst mich dann wieder, der Stil. Genauso wie Leute beeinflusst werden, wenn sie laufend sehen, wie Probleme totgeschossen werden. Oder wenn sie Dallas sehen und solche Sendungen, dann sehen sie, da hat einer ein Problem, dann geht er zum Sideboard. Was macht er? Er öffnet eine Flasche, er schenkt sich ein Glas ein mit Eiswürfeln. Das heißt, ich lerne per Prägung unbewusst, zu einem Problem gehört Alkohol. Ich brauche in meiner Familie gar keinen Säufer zu haben, der es mir vorlebt. Im Fernsehen lebt man es mir vor. Das heißt, ich bekomme so viele Dinge per Prägung im Fernsehen mit wie in der Umwelt, ist Teil meiner Umwelt. Und darüber sollten wir mal nachdenken, ob wir das wollen, ob wir einverstanden sind mit diesen Prägungen und ob wir dagegen was unternehmen wollen. Und ob wir manche Sachen ganz bewusst, wie zum Beispiel Columbo, einsetzen, um uns wieder zu beruhigen. So.